Den Hund hinter mir schicken und hinter mir laufen lassen, das ist ein Thema, was da draußen ganz oft diskutiert wird. Die einen sagen, jawohl, das macht Sinn, hier übernehme ich Führung. Die anderen wiederum sagen, hey, wenn er hinter mir läuft, dann sehe ich ja gar nicht mehr, was er macht, dann habe ich ihn ja gar nicht mehr im Auge. Andere wiederum sagen, ist mir doch egal, wo mein Hund läuft, ob der vor mir läuft, ob der seitlich läuft, ob der hinter mir läuft, ist doch alles egal. Hier ist es so, dass ganz viele Menschen das viel zu vermenschlicht sehen und einfach nicht verstehen, wie Hunde denken. Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Weg bin? Ne? Ich male hier mal so eine schöne Kurve. Ja? Ich befinde mich jetzt hier und jetzt kommt hier quasi ein Reiz. Ja? Das kann auch ein Fremdhund sein, Jogger, Radfahrer, was auch immer. Und mein Hund, der ist jetzt hier. Jetzt muss man verstehen, dass Hunde sehr, sehr stark räumlich denken. Das bedeutet, dass mein Hund hier diesen ganzen Raum jetzt beansprucht und quasi sich in der Aufgabe fühlt, sich darum zu kümmern. Das heißt, er ist ja jetzt räumlich vor mir. Ja? Jetzt kommt hier ein Reiz. Das heißt, er fühlt sich einfach in der Aufgabe, sich darum zu kümmern. Das heißt, hier trifft er jetzt viel, viel eher eigene Entscheidungen, ja, dahin zu gehen, zu gucken, ist das gefährlich, geht da eine Gefahr aus, ja, weil ich muss das ja machen, mein Mensch, der ist ja sonst nicht wo, der ist da hinten, ja. Genau das Gleiche bei denen, die sagen, hey, lass den Hund doch hier, lass ihn doch überall langlaufen, ne? Hier habe ich genau das gleiche Problem, dass der Hund hier einfach eigene Entscheidungen trifft. Und das geht natürlich ganz, ganz oft nach hinten los, ja, dass man hier zum Beispiel den Jogger, den Radfahrer, dass er belästigt wird, der Fremdhund belästigt wird. Und genau das wollen wir natürlich nicht. Deswegen kommen wir jetzt dahin, dass es nämlich tatsächlich schon Sinn macht, einfach zu seinem Hund zu sagen, hey, mein Freund, komm mal bitte hierher, geh mal bitte hinter mich, damit ich diesen Raum beanspruche. Das heißt, aus der Sicht des Hundes bin ich jetzt in der Aufgabe, mich darum zu kümmern. Damit sind wir bei den ersten zwei Punkten. Ich übernehme hier einfach den Raum von meinem Hund, ne, den er hier vorher eingenommen hat. Und als zweites übernehme ich einfach auch die Aufgabe, ne, indem ich einfach räumlich gesehen meinem Hund sage, hey, nicht dein Raum, mein Raum. Ich kümmere mich darum. Dritter Punkt, hier übernehme ich natürlich auch Führung, ne? Weil ich sehe ja da vorne, hey, da kommt ein Mensch, da kommt ein Fremdhund. Also warte ich nicht, bis mein Hund irgendeinen Blödsinn macht, ne? Sondern sag ihm gleich, auch wenn er mit mir Rücksprache hält, sage ich, so mein Freund, du kommst mal bitte her, du läufst jetzt erstmal da und ich kümmere mich darum. Das heißt, hier agiere ich, ich reagiere nicht, mein Hund merkt genau, hey, mein Mensch hat gesehen, da hinten kommt was, er kümmert sich, er agiert und hat einfach einen Plan, wie wir damit umgehen. Und da sind wir schon beim vierten Punkt. Das sorgt natürlich für richtig viel Sicherheit, gerade Hunde, die damit ein Problem haben, die da ganz oft mit überfordert sind, nicht so richtig wissen, ah, was macht man jetzt, wie geht man damit um, ne? Die fühlen sich hier einfach viel, viel sicherer, wenn der Mensch das Ganze für sie regelt und einfach sagt, hey, du läufst jetzt da, daran können sie sich orientieren und finden das einfach richtig, richtig klasse. Damit sind wir auch schon beim fünften Punkt. Das Ganze baut natürlich auch Vertrauen auf, ne? Auf der einen Seite kann dein Hund dir viel, viel mehr vertrauen, weil du ja hier für Sicherheit sorgst, ne? Ihm die Aufgabe abnimmst, er einfach deswegen nicht überfordert ist. Und auf der anderen Seite kannst du deinem Hund aber auch viel mehr vertrauen, ne? Weil wenn du so jemand bist, der zum Beispiel sagt, hey, wenn mein Hund vorne läuft, dann sehe ich ja gar nicht, was er macht, dann fehlt dir einfach das Vertrauen, dass wenn du deinen Hund nicht siehst, dass er hinter dir, neben dir läuft, dass er hier einfach keinen Blödsinn macht, ne? Wenn du das nicht kannst, ja, dann fehlt irgendwo auch ein Stück Vertrauen und das baust du damit natürlich auch wiederum auf. Und der sechste Punkt, hiermit bringst du natürlich auch viel, viel mehr Ruhe in deinen Hund rein. Ne? Wenn er jetzt hier hingehen will, ne, da ist erstmal Aufregung. Oh, da ist was, da muss ich mich drum kümmern. Du sagst, hey mein Freund, komm zu mir,
hinter mir laufen. Ne? Und da kann der Hund auch wieder so ein bisschen runterfahren. Genauso, wenn er zum Beispiel jetzt jagdlich ambitioniert ist und du sagst, hey mein Freund, du läufst jetzt erstmal 100 Meter hinter mir. Ne? Da kann er auch erstmal wieder runterkommen, erstmal runterfahren. Ganz, ganz wichtiges Thema, dass ich einfach auch den Hund wieder ruhig bekomme. Ne? Dass hier nicht so viel Stimmung, nicht so viel Aufregung, nicht so viel Stress drin ist. Und ich denke, das sind doch allerhand Gründe, warum es tatsächlich schon Sinn macht, seinen Hund mal hinter sich laufen zu lassen. Natürlich sollst du das jetzt nicht die ganze Zeit machen. Ne? Also Hunde sollen auch mal Hunde sein, die dürfen auch mal links, rechts, vor dir, hinter dir laufen. Ganz klar, überhaupt kein Problem. Aber so wie ein Reiz kommt, ne? So wie jetzt hier irgendwas ist, keine Ahnung, wild, ein Reh steht da oder hinter der Kurve, ne? Wie gesagt, da kommt jetzt ein Radfahrer. Da macht es tatsächlich schon Sinn, den Hund in die Struktur zu nehmen und das muss er auf jeden Fall auch können, ne? Dass du ihn hier hinpacken kannst und einfach mal laufen kannst. Es empfiehlt sich auch generell vor Kurven den Hund einfach hinter sich zu packen, weil du kannst ja jetzt hier gewisse Stellen gar nicht so richtig einsehen. Du weißt ja gar nicht, was hinter der Kurve ist. Ne? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass dein Hund schon hier ist. Ja? Du siehst gar nicht so richtig, was da noch ist. Dein Hund nimmt hier schon was wahr. Ja? Und dann kann es sein, dass du einfach viel zu langsam bist und zack, dein Hund rennt zum anderen Fremdhund hin. Deswegen pack deinen Hund ruhig einfach mal so vor solchen Kurven in die Struktur. Nimm ihn einfach und lass ihn neben dir oder hinter dir laufen. Natürlich empfiehlt es sich auch, das Ganze einfach so mal streckenweise zu machen, ne? Damit du einfach hier Ruhe reinbekommst zum Beispiel und dein Hund lernt, dass du das nicht immer nur in stressigen Situationen machst, sondern einfach mal so, dass du das Ganze auch schön generalisieren und aufbauen kannst. Wenn du dabei Hilfe brauchst und du nicht so richtig weißt, ja, ich kriege das aber nicht hin, dass mein Hund hinter mir läuft, der nimmt mich nicht richtig wahr, der läuft dann trotzdem immer vor mir, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, dann melde dich gerne bei mir www.matteo-lüderitz.de. Bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich coache im gesamten deutschsprachigen Raum und dann helfe ich dir auch gerne daraus, ja, dass du einen ruhigen, entspannten Hund bekommst, dem du auch vertrauen kannst, wenn er neben dir läuft, auch wenn du ihn nicht ständig im Auge hast, ja, dass der Spaziergang einfach viel, viel entspannter, viel, viel cooler bei euch wird. Das war's auch schon von mir. Macht's gut, auf Wiedersehen, euer Matteo.